morgen aus Innsbruck. Ui, ja. Diesmal geht es wieder offiziell. Geht schon los, ja. Diesmal gibt es ein offizielles Video, weil wir offizielle Trails fahren. Ah. Ja, nämlich? Nordketten. Nordketten, genau. Wir fahren auf auf Seegrum, wir pedalieren auf, die Gondel hat noch zu, wegen der Covid-Geschichte. Und fahren dann so gut den zwei Drittel an, Entschuldigung. Zwei Drittel an und fahren dann um zum Arzlau-Alm-Trail. Und da zurück nach Innsbruck. So der Plan. Ja. Ah, und so packen wir so. Wirklich das erste Mal? Darf ich gar nicht sagen. Nein, darf ich gar nicht sagen. Ja, wir wollten das jetzt zweimal schon machen. Da hat es zweimal einmal bis krank gewesen, weil wir dann erst einspringen müssen. Und ja, so fahren wir jetzt eigentlich nie in Tirol, dass man dann sagt, wir fahren extra daher. Genau. Und jetzt ergibt es halt die Chancen, dass wir so ja, Sachen. Cool halt, weil, Entschuldigung, weil die ganzen Sachen glaubt, dass das für den her nicht so viel los ist. Genau, ein bisschen Zeit mehr hat und so. Und Earn Your Turn heißt jetzt bei uns auch nicht. Oh, wir sind heute Bio am Weg. Also wollte ich was sagen, ja, wollt sich mit die E-Bike hinauf zu, weil das ist ja. Nein, wir haben wirklich die Bioradl, ja, Karl Akku mit. Bin gestern Akku gefahren. Haha, 1000 Wattstunden. Arbeiten gefahren. Das ist auch was. Also ist auch sicher cool, das ist interessant. Ja. Vielleicht erklärst du mehr. Gegen. Daumen nach oben, wer von euch noch arbeitet. Und war echt gut, mir ist sogar der Motor fast rausgegangen, weil es so brennt wie wollte. Echt coole Geschichte gewesen. Und habe ein bisschen die Kraft gespart für heute, weil die Wicke wird zu den Apfelstrampeln. Der Wahnsinnige. Wie weit geht's denn auf? 2000 Meter. Ja, bis ganz auf. Ich weiß nicht, wie weit ich auf. Bis auf 1900 geht's auf. Und 13 oder 4 Meter jetzt auf. Ja. Schwierig, aber machbar. So, bleibst ruhig, wenn ich das jetzt schon da gehabt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe zu Energie gesaffelt. Ja, die kriegen immer so Energiesäfte. Ja? Also das sind oft so Pillner, die heißen Ecstasy, oder, weil ihr kennt es das, Daumen nach oben, wenn ihr es kennt, da ist echt voll auftrat. Ecstasy, glaube ich, und die mischt sein ins Wasser, also echt eine coole ja, Geschichte. Ja, und alle Farben. Stimmt, die Pillner haben alle Farben. Wenn es meine Story so schaut, dann ist es das, das braun, das blau und lila. Okay, passt. Ja, dieses Sinne, auf geht's. So, wir haben jetzt ein bisschen Wasser aufgefüllt. Es ist so schön. Wir sind jetzt bei der Hungerpulver rum. Ich bin beim Brunnen, Talstation, ja, bis zum Sagen, recht ruhig eigentlich für einen Samstag. Ziemlich ruhig gewesen, ein Poralforum aufpedaliert. Wir fahren jetzt weiter zum Arzlauem, dann halt auf die Seegrom. Boah, ich schwitze voll. Ja, aber immer ein bisschen Wasser mit Schau, weil das ist echt schön dampf geworden, ja. Eigentlich aber schön trocken schon wieder, das ist cool. Also, oh, wir werden sicher rauschen, ein bisschen Trail haben wir auch schon gesehen, Arzt-Trail beim Aufgefahren. Und es ist jetzt mal, jetzt habe ich alle Auffahrten auf, glaube ich, durch, also jetzt jeden Weg gefahren. Also, ja, aber die war super. Ja, die hat echt gepasst. Ja. Gut, packen wir es auf. Also. Hast du schon aufgefüllt? Ja, bring mal ein bisschen mehr von mir auf. Ja, unsere Riesenflasche. Und die Hungerburg, da rinseln wir. So, wo sind wir? Welcher Alm? Arzlau-Alm. Genau, knapp davor sind wir. Knapp davor. Was ist da? Wicke, da hat ein bisschen Leuchte. Was gibt es da unten alles? Was ist da vorne alles? Da alles. Ja. Genau. Da unten ist die Salbe. Ja. Oder? Genau. Und ein Kindstag. Da ist der Patschakofi. Das ist die Wicke. Patschakofi. Der da gibt für die Wicke. Höhen und Tiefen. Und da unten haben sie eine Lawinenverbauung neu gemacht. Also die wachse Lawine, da haben wir es gesaust. Und da oben geht dann der Trail. Ja, was noch nicht so interessant ist für uns, geht es jetzt einmal zuerst da rauf. Das sind jetzt auch noch knapp 900 Höhenmeter, 800 Stufe, echt noch Stücke. Aber ja, schaust du nicht so happy gerade. Ja, weil mit den Höhenmeter kann ich was anfangen. Ja. Ich mag das nicht, wenn ich weiß, wie das so sein. Aber es ist ganz cool. Ja, echt wenig los, gell? Mhm. Ja. Und das müssen wir eigentlich schon ausnutzen, nicht sind. Genau, ja. Nachdem was alles zu hat. Die Lawinen sind nachher gekommen, haben wir gesehen, sie haben sie aber sogar aufgekommen. Das ist ja echt schön. Wachst schon nachher, also wachst schon wieder zu, die Welt. Oh, da haben wir das Meer rausgewaschen aus die Eige. Granacker sind uns keine mehr, beim Hunter haben wir schon. Es geht ganz schön auf, es ist ganz schön warm. Aber wirklich, wirklich cool und ein super Panorama. Jetzt wird auch das super, jetzt wird gespielt. Total aufgerissen. Genau. Da vorne geht die Seilbahn auf. Und da oben ist dann eigentlich dann auch schon die Seegrube. Sind wir noch oben, so 200 Höhenmeter, 300 schätze ich. Und dann werden wir jetzt an meiner Schneefälle herlegen, werden wir mal zischen. So, die Wicke zieht sich schon.
Da wird es heiß langsam. Ja, mein Leib ist schon nass. Ja. So, weil ist nicht mehr. Michi fährt der Höhlentempo. He. Aber es ist echt gescheit anstrengend. Gell. Das geht gut auf. Genau. Da noch ein Blick heute aus Innsbruck. Auf den Serpentinenwahnsinn. Und wir sind jetzt dann gleich oben. Da oben ist jetzt dann schon die See geworden. Und wir haben es geschafft. Wir sind in der Seekorn herum. Gott sei Dank. Schon eine Drehlerei. Ja. Aber wirklich, wirklich ein Traum. Und wie ihr seht, kaum Leute herum. Einer eigentlich nur. Und gar nichts los. Also für ein Wochenende an der Seekorn, wow, Hut ab. Ja. Bei Wetter keine Leute. Eigentlich unglaublich so etwas. Ja, voll. Ja, Schnee haben wir zum Abkühlen. Schnee haben wir auch noch genug, ja. Also Schnee ist da massig noch da. Sieht man da eh. Und die Karin auch so. Es hat vielleicht auch was schon gegeben von der Südseite. Gute Weg, glaube ich, auf der Seite sich alles noch zu. Und Fiegel kannst du dann auch ein wenig da oben rutschen. Ist echt ganz cool. Und da ja, der klassische Blick auf Innsbruck. Okay. Bombe der Wuschen heute. Oder? Ja, das ist super warm hier oben. Jetzt haben wir es aber da ausgebaut. Breiten wir den ganzen Zeug. Ja, gut. Ja. Jetzt haben wir was essen. Genau. Und ja, dann heißt es für uns auf unbefestigte Wege anfahren. Es ist total lustig, wenn man da ist. Ich glaube, die Serpentinen sieht man genau, wo ein E-Bike ist, weil die holen auf ihre Raketen. Und die normalen, die verhungern. Ja, that's life. Ja, Gott, kämpfen. Mit deinem Strick. Echt, ja, mein Strick. Jetzt war echt viel los auf einmal. Jetzt war wieder weniger los. Ja. Haben die Studenten wieder euch müssen die Mathehausaufgabe machen. Hat nichts nutzt. Das war wirklich, ja. Das war echt. Wir sind jetzt wieder voll justiert. Jetzt hast du ziemlich alles um, was man da euch braucht. Wir haben Hanscha und Jonah. Hanscha zieht sich da aus, sei so gut. Sei die gute Haut. Die Fegel haben uns auch ein bisschen die Ausung gestohlen. Jetzt haben wir nicht zu viel gegessen, weil es eh besser ist. Schön. Das ist jetzt auch noch beim Kämpfen. Wurst in der Hand gehabt und da ist mir einfach von hinten attackiert und mir komplette Wurst weg. Das ist eine Katastrophe.
Bye.
Brechnussbiene. Bombe, echt Bombe. War alles aber dabei, gell? Ja, ich hätte wirklich nicht gemeint, dass es so schwer ist. Echt. Ja. Ja, das Mittelstück ist krank. Ja. Das ist krank. Also. Ja, das Mittelstück ist echt heftig. Wow. Ja, und es war halt zu trocken. Es war fast zu trocken, ja. Und da gibt es sich dann schon mit Aufgetreten und so. Geht es auch gut durch. Und unten war richtig geil. Das Herz daneben, wieder meine Schreie. Arzlaumdrehl war richtig gut, super cool, trocken. Hat er echt noch angefangen zu machen. Ja. Und da, wo er es angefangen hat, am Bergisel runtergemeldet, ja, läuft jetzt wieder auf. Ja, genau. Super, danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Daumen nach oben, dann ins Gefallen. Wir sagen vorhin in den Kommentaren auch dazu. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.